Sie können die Halbrollen hervorragend als Mini-Hürden für Sprungübungen verwenden. Beginnen Sie mit beidbeinigen Sprüngen. Dafür positionieren Sie die Rolle in der Mitte der Gymnastikmatte und springen mit hüftbreiten Füßen beidbeinig über die Hürde. Sie können Sprünge kraftbetont mit einer längeren Bodenkontaktzeit oder frequenzbetont mit sehr kurzer Bodenkontaktzeit ausführen. Zur Steigerung machen Sie die Übung einbeinig. Die Sprünge können beliebig durch die Positionsveränderung der halben Rolle variiert werden. Wenn Sie die Übung über eine längere Strecke absolvieren, dann beginnen Sie mit einer Vorwärtsbewegung, bevor Sie die schwierigen Rückwärts- oder Seitwärtssprünge machen. Am schwierigsten werden die Sprünge, wenn sie innerhalb einer Übung in alle Bewegungsrichtungen ausgeführt werden, so wie bei der Hürdenanordnung im Viereck oder in Kreuzform.